herzlich willkommen zu unserer Videokonferenz der Landsitzliebe. Mit dabei sind heute wieder Hanno, Markus und ganz neu dabei Peter, der leider ein bisschen Bildschirmprobleme hat. Heute wollen wir über das Thema Strom reden. Also viele haben sich schon damit beschäftigt und haben da ganz viele Fragen, vor allem wie es aussieht mit der Stromzufuhr außerhalb des Stromnetzes. Und Markus hat sich da schon vorbereitet. Und Hanno hat sicher auch eine Menge dazu beizutragen. Und ich bin neugierig darauf, was Peter sagt. Wer möchte denn beginnen? Markus, hau rein. Ja, hallo. Ich fange jetzt mal an, weil es kann sein, dass ich früher los muss. Ich habe stromversorgungstechnisch, fange ich mal erstmal ganz standardmäßig an. Ich habe hier für mein kleines Scheck, für meine Stationsanlage, habe ich mir so ein China-Netzteil hier geholt. Das ist ja so ein Teil, so ein 12 Volt, 20 Ampere Netzteil. Ja, und das habe ich mit Powerpool bestückt. Und an diesem Poti hier lässt sich das noch einstellen. Das habe ich bis zu 13,5 Volt hochgedreht, das Teil, damit quasi meine Stationsanlage, das ist eine CRT Superstar, für SSB-Betrieb auch nutzen kann. Das Ganze habe ich dann einfach in eine Steckdose gesteckt und das klappt wunderbar. Ja, dazu habe ich noch mir so ein kleines, für meine Mobilgeschichte noch so ein Panel hier besorgt. So ein, ja, so ein Solarpanel kann man aufmachen. Da sind reißende Dinger drin, so eine Solarteile. Und hier drin ist ein Controller. Den habe ich auch mit Powerpool bestückt. Und da kann man dann zumindest ein USB-Gerät aufladen. Also man kann die Baufänge damit laden oder eben dann einen Akku von zum Beispiel einer mobilen Funke. So richtig zum Betrieb, eigentlich ist so ein 60-100 Watt Panel, wie die immer beworben werden, leider nicht, weil die ja dann auch zu sporadisch funktionieren, je nachdem, wie die Sonne ist. Aber gerade wenn mal der Akku tagsüber geladen werden soll, ist so ein, ja, 50 € Solarpanel eigentlich eine ganz gute Sache. Da ist ein USB-Steckplatz drin. Da kann man mit diversen Adaptern und Kabeln dann einfach auch in die Geräte reingehen. Und gerade es mausert sich ja immer mehr, gerade diese Lithium-Eisenphosphat-Technik, besonders von Eremit. Der hat sich speziell für Funke auch so ein bisschen was überlegt, dass auch diese Lithium-Eisenphosphat-Akkus, also diese 6-Ampere-Akkus, zum Beispiel die 6-Ampere-Stunden-Akkus, gut für die ganze Stromversorgung für Geräte, portabel und auch nicht portabel, gut geeignet. Da hat er das echt gut gemacht. Und für so eine Geräte, so eine Akkus kann man so eine Solarzelle durchaus nehmen, tagsüber zum Laden. Ja, kann man einfach reinstecken. Das BMS schützt vor Überladung. Und das sollte soweit passen. Man kann natürlich auch noch so einen extra Controller ranhängen, so einen MPPT-Controller, aber das ist ein bisschen was für, ja, für Fortgeschrittene dann. Aber was die Stromversorgung auch portabel angeht, da habe ich ja auch ganz nach meinem Wiedereinstieg in den CB-Funk festgestellt, dass immer noch, nach Jahrzehnten immer noch diese, naja, Batteriekästen hier angeboten werden, eben für die CB-Funkgeräte, war. Das ist ja schon ganz schön altbacken. Also da hätte ich echt mehr erwartet, dass der Markt ein bisschen was bereitstellt. Und da habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das lösen kann, gerade um die neue Technik, Lithium-Eisenphosphat-Technik mal ein bisschen zu nutzen. Da habe ich halt hier für meine schöne PNI, das ist mein Hauptgerät, mit der funke ich immer noch am allerliebsten. Hat eine super Sprachqualität übrigens mal überdies. Da habe ich mir halt was überlegt, um halt die Dinger vernünftig mit Strom zu versorgen. Habe ich mir so einen Akku gebastelt, quasi die ganze Technik dupliziert und in diesem Teil stecken jetzt 2000 Milliampere, 14 Volt, wenn es vollgeladen ist, das ist 12,8 Volt Nennspannung, 2000 Milliampere stecken da an Kapazität drin. Sind vier Zellen gebaut, auch von Eremit und die Dinger sind halt wunderbar quasi für die ganzen Geräte. Habe ich auch für die Ellen gemacht hier, passt so für die Ellen. Und ich habe das Ganze auch dann hier für die Albrecht gemacht, die halt das einzige Funkgerät mit SSB, einzige portable Funkgerät, abgesehen von den AFU-Transceivern wie ICOM oder so, aber das ist halt was für den Normalverbraucher mit SSB. Klingt nicht besonders gut, also den Lautsprecher hätten sie auch mal nach ihren Jahrzehnten in Bauphase auch mal langsam ein bisschen verbessern können. Aber das mal so zu dem Thema, was mich so die letzten Monate der Abwesenheit oder eben der, ja, der ganzen Zeit beschäftigt hat jetzt. Weswegen es auch bei mir ein bisschen still wurde, weil ich einfach
mein Akkupack, mein Lithium-Akkupack für die ganzen Vorgeräte auch so ein bisschen in der Kleinserie jetzt ein bisschen aufgelegt habe. Und ja, die Dinger funktionieren ganz gut. Also spielt der halt über einen Radiobunker an. Das ist ein Kumpel von mir, der Antennen baut in Berlin. Auch ein Antennenbauer und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Also der hat das quasi für mich so ein bisschen in seinen Shop genommen. Ja, das ist mal so eine Sache jetzt, um mal diese Marktlücke quasi ein bisschen zu füllen, dass einfach die Dinger immer noch keine vernünftigen Akkus haben, die schönen Funkgeräte. Ja, klar, man könnte sich auch die Rendi 3 holen, die ist auch schön, aber die hat selber auch relativ wenig Kapazität und auch bloß 7 Volt Technik. Also da kann man auch nicht die volle Leistung ausschöpfen, wie zum Beispiel, wenn man das Teil an einem Kfz-Adapter hat. Ja, also das ist so, ja, was mich so umgetrieben hat. Und Thema Stromversorgung ist bei mir dann quasi abgedeckt. Also ich kann die Dinge auch als Solarpanel hängen oder halt am Autoladegerät aufladen. Und ja, zu Hause nutze ich halt mein China-Netzteil, mein 13,5 Volt eingestelltes China-Netzteil und soweit bin ich stromversorgungsmäßig abgedeckt. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Und ansonsten im Krisenfall, da kann man immer noch diese Dinger sich hernehmen und da ganz normale Batterien reinmachen oder die Ende Loops. Also da ist man wirklich mit diesen alten CB-Funkgeräten oder sprich mit der Sorte CB-Funkgeräte, die halt noch nach der alten Bauweise gemacht werden, ist man da eigentlich auch gut bedient in jedem Falle. Ja, das ist mal so quasi, was stromversorgungstechnisch angeht, so ein bisschen mein. Achso, warte, was ich noch zeigen wollte. Ich habe mir auch für meine Bauaufhängen hier, habe ich mir auch den großen Akku geholt. Also China ist da schon ein bisschen weiter mit seinen Geräten. Die machen es einfach. Und hier kann man auch ein USB-Kabel reinstecken. Und diese Freenet-Funke, also für mich ist sie auf Freenet eingestellt, kann man damit auch wunderbar mit USB laden. Ja, das ist eigentlich auch, also die Chinesen machen es eigentlich vor in dem Fall. Und da ist es schon interessant, dass die Hersteller es immer noch nicht entsprechend geschafft haben, da ein bisschen nachzuziehen. Ja, also ich versuche noch diese CB-Funk-Akkus auch noch so zu machen, dass man die mit USB aufladen kann. Da habe ich mir schon was überlegt. Ja, das mal so dazu. Ja, klasse Ansonsten. erklärt, lieber Markus. Wärst du so lieb und würdest die ganzen Kürzel wie SSB und was du alles für Fremdworte benutzt, ein bisschen erklären, damit Anfänger auch nachkommen, so wie ich? Ja, also SSB ist halt so, dass das ist halt eine Modulationsart, ähnlich wie FM oder AM, also frequenzmoduliert, ist halt so, dass man quasi eine, wie sagt man, ich kann Hanno besser erklären, eine Stehwelle hat quasi und diese Trägerwelle und um diese Trägerwelle herum ist dann quasi die Sprache in Frequenz quasi moduliert. So. Und SSB ist halt quasi immer nur ein Band, was man dann quasi unten rum nutzt oder oben rum nutzt. Seitenbandmodulation halt. Markus, Und ich würde ja. lieben gern irgendwie ohne die Technik, irgendwie einfach so, dass man das irgendwie als Anfänger verstehen kann, wenn ich das mal kurz darf. Na klar doch. Also ganz, ganz einfach. Wir haben ursprünglich angefangen mit AM, das kennt man vom Radio, Mittelwelle und so weiter, und Kurzwellenradio. Das hat das Problem, dass dort Rauschen mit drin ist. Dann haben sie irgendwie diese FM-Sachen dazu genommen. FM hat irgendwie hat den Vorteil, dass es ein bisschen weniger Rauschen drin hat, aber es ist etwas breiter im Signal, das ist der Nachteil. So, und dann haben sie rausgekriegt, okay, dieser AM-Kram ist eigentlich besser, ist energieeffizienter, aber wie schaffen wir das, weniger Bandbreite zu nehmen, also weniger, also das Band schmaler, also mehr Band zu nutzen und dass man irgendwie viel, viel mehr Stimmen auf eine Frequenz bekommt. Muss man wissen, so ein AM hat 9 Kilohertz Bandbreite. Und SSB kann fast dreimal rein. Und die Sache ist die, du hast praktisch irgendwie so ein zusätzliche, also das Signal ist zweimal vorhanden bei AM, nach links und nach rechts. Nehmen einfach eine Hälfte weg, nehmen den Träger weg, den brauchen wir auch nicht, der ist auch nur irgendwie Müll. Nehmen nur das Signal und das ist SSB. Und das bedeutet, wir haben praktisch das Vierfache der Energie wird übertragen. Das heißt, irgendwie die Energie, die wir rausgehen, ist von wegen ein Vierfaches von dem, was pro Hertz, den wir benutzen, da ist. Und damit ist dieser Rauschabstand auch nochmal höher. Das heißt, das Rauschen, die sind sehr, sehr rauschfrei, diese Verbindung. Das ist der Vorteil. Nachteil ist, die
die Frequenz muss sehr genau getroffen werden. Ansonsten klingt das entweder wie Mickey Mouse oder wie Gott. Das sind die beiden möglich. Ich ziehe Gott vor. Also es ist halt so, dass meine Erfahrung, ich bin halt als Wiedereinsteiger, habe ich auch sehr viel auf dieses SSB mich gefreut. Deswegen habe ich mir auch dann so ein schweineteures Gerät geholt. Und das, die neue Albrecht hier, das ist eine Leihgabe von einem befreundeten OM von mir, der mir das quasi zum Bauen dagelassen hat. Aber offen gesagt bin ich jetzt als Normalo von SSB jetzt nicht so begeistert. Also ich funke eigentlich dann doch lieber nur FM. AM traut sich immer keiner. Immer wenn ich frage, mach doch mal AM, ja, will irgendwie immer keiner. Es findet doch eigentlich alles in FM statt. Ich nehme an, das liegt einfach an der Einfachheit der Geräte, an der Bedienung und dass einfach mal dann das Rauschen weg ist, wenn man den Squelch entsprechend einstellen kann. Aber SSB ist halt wirklich so, also, naja, du musst halt immer wieder nachregeln, nachstellen, was sich mit so einer Handfunke jetzt auch so semi-gut macht und man kriegt immer wieder Rapporte, ja, du hörst dich irgendwie komisch an und so weiter. Das macht irgendwie alles keinen Spaß und ja. So richtig Reichweite konnte ich halt nicht erzielen. Trotz einer großen Stationsantenne, also Vector 4000 habe ich bei mir im Garten jetzt stehen gehabt, bis vor kurzem, bis vor dem Sturm. Und das hat das nicht viel gerissen. Also, und das Danebeneffekt war auch, dass das Rauschen, das Eigenrauschen, so ekelhaft für meine Ohren war. Ich habe ja empfindliche Ohren und das war echt unangenehm für mich, dem da zu partizipieren. Die Superstar ist zum Glück ein bisschen dumpf vom Lautsprecher, deswegen war es nicht ganz so schlimm. Aber ja, die SSB-Runde macht Spaß. Es ist halt eine allwichtige Runde, wo man halt seine Technik mal testen kann. Das wird moderiert von Profis sozusagen aus dem Funkverein wird das moderiert. Da kann man dran teilnehmen, kann man sich melden. Und dann kriegt man auch eine Nummer zugewiesen und dann kriegt man auch Rapporte von verschiedenen Stationen, wie man halt empfangen wird und wo man selber ankommt. Dafür ist SSB eigentlich ganz gut, um mal so ein bisschen seine Technik zu testen in dieser SSB-Runde. Aber diese Seitenbandmodulation ist jetzt so, wir haben es auch mal von Handfunkgerät zu Handfunkgerät getestet, ist es jetzt eher, spielt es für mich eine untergeordnete Rolle. Also ich erlebe auch viel in den Chats, dass sich halt ganz viele auf dieses SSB so einschießen, ah, cool, muss ich auch haben, erzähl da mal und so. Aber dann im Endeffekt ist es jetzt nicht so, das einsteigerfreundlichste, die Modulationsart, die man jetzt, wo man sich das Gerät unbedingt kaufen muss. Also meine Superstar liegt eigentlich nur im Schrank. Die schnitzt eigentlich nur meine PNI, ja, die ist schnell eingeschaltet, da ist super schnell ein Kanal gewählt, die hat einen tollen, ganz einfachen Suchlauf und ja, also eigentlich ist ein FM-Gerät mit AM, da würde ich lieber noch für AM werben, mal in der Community, anstatt jetzt auf SSB zu setzen. Das ist eine Sache, kann man also muss ich auch mal kurz was dazu sagen. Ja, gerne. SSB ist natürlich eigentlich die Betriebsart für die Weitverbindung, für DX. Da wird SSB sehr häufig verwendet, weil es sich der Hanno schon richtig gesagt hat. Die Energieausnutzung ist am effizientesten. Du packst die ganze Information, die du übertragen willst, in einen sehr schmalen Bereich und kannst die ganze Energie dafür verwenden. Deshalb ist für große Entfernungen, also ich sage mal auch über atmosphärische Ausbreitungen, über diese Ionosphärenreflexion, ist da SSB am besten. Und deshalb hat sich es auch im Amateurfunk in den 70er Jahren auch durchgesetzt, weil man vorher im Amateurfunk auf Kurzwelle AM hatte und eben ein großes Problem hatte, die Energie effizient zu benutzen. Und deshalb packt man jetzt alles in ein einziges Seitenband und dann wird die Sache sehr kompakt. Und auch die Reichweite ist insofern am größten. Ja, wenn ich das einwerfen darf, ich war ein ganz klarer Gegner von SSB bei CB-Funkgeräten. Weil CB-Funkgeräte haben mehr oder weniger, also wenn du nicht gerade diese sporadischen E-Bedingungen hast mit Überreichweiten und das dann irgendwie 1000 Kilometer weiter runterkommt, geht das bis zum Horizont und vielleicht noch ein paar Kilometer weiter, aber das war's. So 30 Kilometer ist das, was man maximal erwarten darf. Wenn du 36 hast, bist du schon König. So, und in dieser Reichweite lohnt sich das nicht mit dem SSB, weil auch wenn du da das Vierfache an Power auf die Frequenz bringst, das ist einfach irgendwie Quatsch. Und du brauchst eine große Anforderung an die Geräte, aber die müssen sehr frequenzstabil sein, damit das eben nicht zu Mickey Mouse oder Gott wird. Und es ist sehr viel komplizierter und komplexer zu bedienen, so ein Gerät. Und damit auch teurer. Und das lohnt sich für CB-Geräte überhaupt nicht. Und, ja. Also Amateurfunk hat sich ja durchgesetzt. Amateurfunk wird ja nur auf SSB gefunkt, auf den ganzen Bändern. Ja, nicht, so nur, also, nee, nicht nur. Es aber, gibt auch FM-Relais und so. Ja. Alte AM-Freaks, die auf Zwelle ein bisschen AM machen. Also da gibt es ganz verschiedene. Aber SSB ist die am häufigsten verwendete Modulationsart. Ja.
Ah, okay. Ja, aber ja, also, okay, muss man wissen, was man will. Also wenn man jetzt, sag ich mal, die Einsteiger dazu bewegen, versucht mal einfach das Hobby, fangt mal an damit, oder? Ja, das ist SSP, glaube ich, erstmal so ein bisschen kryptisch, glaube ich, oder? Nee, SSP ist FM am besten. Ist für Amateurfunk. Amateurfunk ist wichtig, SSB ist für Amateurfunk wichtig, für CB-Funk und PMR. Also PMR alles FM, CB-Funk, FM meistens. AM hat seine Vorteile und deswegen sollte man AM nicht, weil du kannst eine Stimme im Hintergrund hören bei AM. Wenn du zwei Stimmen hast bei FM, dann trashen die sich oder die eine setzt sich durch und die andere ist komplett weg. Aber bei AM kannst du eine leise Stimme irgendwo im Hintergrund haben, der schreit was rein. Und das ist praktisch wie in einem Raum. Das heißt, wenn er weit weg ist, du kannst ihn immer noch hören. Das Signal überlagert sich und das ist ein Riesenvorteil. Deswegen zum Beispiel im Flugfunk wird irgendwie immer noch AM benutzt und aus gutem Grund. Und du brauchst eben dadurch, dass du den Träger in der Mitte hast, musst du kein genaues Funkgerät haben. Das Funkgerät zentriert sich selbstständig auf diesen Mittelton, wenn man so will. Und das ist irgendwo ein Riesenvorteil. Also ich würde für CB-Funk mit den billigen Geräten, die wir haben, FMAM und das war's. Ja, ich habe es noch gar nicht gemessen, was es mehr Strom verbraucht. Also ich weiß, dass die Albrecht AE 2990, das habe ich mal gemessen, die verbraucht in jedem Modus irgendwie 1,5 Ampere. Aber weiß man, also was ist das sparsamer, AM oder FM eigentlich? Also etwas energieeffizienter als AM und soweit ich weiß, und es kommt auch ein bisschen weiter als FM. Das heißt, wenn du kritische Verbindungen hast, dann kommst du normalerweise etwas weiter mit AM. Aber AM hat häufig den Nachteil, zum Beispiel bei meinen meisten Amateurfunkkisten, zum Beispiel meiner, die ich jetzt hier habe, die sendet auf AM grundsätzlich ein bisschen weniger Power, als wenn ich auf FM schalte oder wenn ich irgendwie auf SSB schalte. SSB und FM kann ich 100 Watt senden mit den Dingern und AM ist begrenzt auf 15 oder sowas. Das ist häufig bei einigen Geräten ist das so, bei anderen ist es nicht so. Aber irgendwie das passiert häufiger mal bei einigen Geräten. Da muss man drauf achten. Und zum Beispiel bei CB-Geräten hast du bei SSB, dass du nicht nur diese vierfache Ausreizung hast, deines Signals, sondern du darfst ja auch noch 12 Watt senden und nicht nur die 4 Watt, die du bei FM und AM hast, das Limit. Und das ist alles Quatsch, weil du kommst sowieso nur bis zum Horizont. Du kommst nicht weiter. Deswegen ist das alles, das ist für weitreichende Verbindungen im Amateurfunk, ist das total wichtig. Aber für CB und A, also wenn du mobil unterwegs bist, okay, aber mobil kannst du nicht mit dem Clarifier rumspielen, das geht nicht. Macht viel Spaß. Dann noch was, weil du es gerade gefragt hast. Der Vorteil von einem SSB-Gerät ist natürlich, dass du nur in dem Moment Gleichstrom aus dem Netzteil oder aus dem Akku bist, in dem Moment, wo du auch sendest. Wenn du keine Übertragung hast, dann läuft der Sender praktisch nur in einem Ruhemodus. Meistens läuft nur ein kleiner Teil des Senders mit. Die dicken Endstufen laufen gar nicht voll mit. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und eben diese Energieeffizienz wird dadurch nochmal besser. Also ein SSB-Gerät könntest du aus der gleichen Energiequelle wesentlich länger betreiben als ein AM- oder FM-Gerät. Ja, AM und FM sendet praktisch immer mit voller Leistung, wobei SSB irgendwie wirklich nur die Leistung rausbringst, die du auch an Sound reinbringst. Also wenn du Informationen überträgst, dann brauchst du Strom und sobald du den Mund hältst, brauchst du keinen Strom. Das ist sehr energieeffizient. Na gut, aber die Energie, also der Stromverbrauch ist beim Hören eigentlich auch fast nicht da. Also da habe ich bei den normalen Handfunkgeräten, ich bin also ein Handfunkgeräte-Freak, auch um die paar 100 Milliampere, die da eigentlich bloß gebraucht werden. Ja, ja, beim Hören ist es egal. Das ist der Lautsprecher hauptsächlich, ja. Also wofür du da Energie brauchst, das ist die ganze Elektronik, die in dem Gerät noch drin ist, die Frequenzaufbereitung, das Display und so weiter. Genau. Diese Energie, die brauchst du immer. Und dann der Empfänger, der zieht ein paar Milliampere. Aber wenn du sendest, dann geht die Stromstärke hoch, die du brauchst. Genau, und da habe ich auch festgestellt, dass halt gerade diese Handfunkgeräte so blöde eingestellt sind, dass man erst die 4 Watt bekommt, wenn man es wirklich an einem Kfz-Kabel hat, zum Beispiel, wo wirklich auch die 13 Volt voll anliegen, auch mit hochstromfesten Spannungsquelle und mit diesen Batterien hier, ne? Also da kriegst du 2 Watt vielleicht hin und deswegen habe ich halt auch diese Lithium-Eisenphosphat-Akkus entwickelt, weil da kriegst du wirklich auch die vollen 4 Watt auch in der Hand.
Und das macht viel aus. Also meine Tests haben schon, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich mit 2 Watt irgendwie nicht so richtig doll herumgekommen bin. Ich glaube, wenn ich mal reingerätschen darf, das ist irgendwie bei diesen Nahbereichsfunkgeräten, ist das meistens nicht die Reichweite, die so groß im Unterschied ist. Bisschen, aber das ist die Abdeckung. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, irgendwo irgendein Hindernis dort hast, dann hast du, wenn du ein bisschen mehr Watt hast, hast du eine bessere Chance, dieses hinter dem Hindernis noch gehört zu werden. Und das nennt sich dann Abdeckung, nicht Reichweite. Die Reichweite, wenn du eine Sichtlinie hast, brauchst du nur ein halbes Watt, ist okay. Gar kein Problem. So, aber die Abdeckung ist das Entscheidende. Und deswegen sind zum Beispiel diese kleinen Baufeng-Handgeräte so in der Stadt, dann hat man 500 Meter und nach 500 Metern, wieso ist das nicht mehr? Ja, die haben 0,5 Watt, das ist alles und die Abdeckung ist miserabel. Steht da irgendwie ein Bus im Weg oder sowas? Ja, oder eine schöne Abstrahlung. Oder so praktisch auch oben raus und damit hast du die Sichtlinie. Und wenn du die Sichtlinie hast, dann hast du auch deine Reichweite. Korrekt. So, ich habe hier zum Beispiel... Guck mal hier, ich habe zum Beispiel hier meine neueste Anschaffung, ist so ein kleines Anytone, das ist ein DMR-Funkgerät. Und wie ihr seht, da ist meine Außenantenne dran. Warum? Weil diese kleine Mini-Antenne, die da dran ist, da ist sie, diese kleine Mini-Antenne, die normalerweise mitgeliefert wird, mit der komme ich hier nicht raus. Das ist super. Hallo? Ich glaube, okay, also dann ist der Fehler nicht bei mir. Ja, mit Außenantennen habe ich auch mit meinem Freenet am Laufen, weil Außenantenne macht bei 1 Watt, komme ich 10 Kilometer bei meiner Baufänger. Also es gab eine kurze Unterbrechung wegen dem Zeitlimit, was Zoom hat. Und sie waren so gnädig und haben mir die Zeit verlängert. Nur, dass ihr wisst, warum jetzt diese Verlängerung, also diese kurze Pause war. Ja, entschuldigt bitte. Weiter geht's. Da könnten wir dann stromversorgungstechnisch, also wären dann noch jetzt kurz Fragen, Anni, wo du sagst, irgendwas fehlt dir dann noch? Also ich kann nur sagen, im Endeffekt gibt es für jeden Fall gibt es da was, aber die Frage ist immer, wie hochstromfest ist das, wie viel Saft liefert das alles? Also rein zur Wirbeltechnisch, survivaltechnisch würde mich interessieren, wie man das jetzt echt in der Wildnis macht, wenn man eben halt nicht mehr die Möglichkeit hat. Kurzfristig kann man sich ja mit einer Powerbank helfen oder wie du es schon gezeigt hast, mit dem Solarpanel. Ich frage mich nur, ob es da auch noch andere Möglichkeiten gäbe. Ja, da kann ich irgendwie reingrätschen, wenn du willst. Also ich habe irgendwie auf dem Dach 2 große Solarpaneele, das sind 360 Watt. Damit kann ich also meine 100 Watt Station hier locker betreiben, also mein Amateurfunk läuft auf jeden Fall weiter. Und da nicht immer nur die Sonne scheint, habe ich außerdem 3 große Solarakkus hier rumstehen, die jeweils 65 Amperestunden haben. Das heißt, damit komme ich dann über die Nacht locker. Also das wird irgendwie aufgeladen und die Dinger sind eigentlich immer randvoll. Und das ist dann so geschaltet, dass die Funkgeräte sind angeschlossen an diesen Pufferbatterien und sind die ganze Zeit daraus gespeist. Und mein normales Netzteil, das ist ein 55 Watt Netzteil, das speist diese Batterien und lädt sie auf, wenn nicht die Solarzellen laden. Das heißt, ich habe irgendwie eine dreifache Stromversorgung. Entweder irgendwie, wenn der Strom ausfällt, dann bin ich natürlich komplett abhängig von der Solarladung. Ansonsten kann ich ganz normalen Betrieb machen. Und dann habe ich natürlich hier noch Funkgeräte mit Akkus drin, genauso wie Markus. Allerdings habe ich hier so eine JAISO 818, das ist genau dasselbe wie ein JAISO 817. Ah, der kriegt den hier raus. Jetzt muss ich mal kurz den Stromversorgung rausnehmen. Und da geht sie weg. So, und das ist so ein kleines Gerät. Das ist ganz niedlich. Und das ist ein QAP, also das ist ein 5 Watt. Alle Bänder, alle Modi und das ist irgendwie echt ganz, ganz niedlich. Und damit kann ich dann notfalls auch noch portabel durch die Gegend fahren, irgendwie mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder so. Das einfach am Gürtel klemmen und habe praktisch alle Möglichkeiten. Das ist so im Prinzip ein besseres Handfunkgerät, das allerdings alles macht. Kannst aber auch nicht, also das ist aber wirklich nur für, also eigentlich bin ich mit meinem Baufänger auch schon an der absoluten Grauzone eigentlich, weil ich habe das Ding zwar mit Freenet am Laufen und nur PMR programmiert, nichts weiter. Und versuche nur die 1 Watt auch einzuhalten, aber selbst da bin ich eigentlich auch schon in der Grauzone. Wenn du da mit einem AFU-Transceiver kommst, der von 3 bis 30 alles kann, weiß ich nicht. Also schwierig. Ja, also da,
Ich sage ja, ich habe hier noch eine. Das habe ich auch schon mal. Darf ich stromversorgungsmäßig mal noch eine Webseite teilen, die interessant ist? Ja. Ja, unbedingt sogar. Und auch gerne deinen Shop nochmal erwähnen, da wo man deine tollen Akkus kaufen kann. Also ich finde das ganz fantastisch, die Entwicklung. Dankeschön dafür, Markus. Ja, nee, das soll jetzt irgendwie keine blöde Eigenwerbung sein. Ist ja eigentlich immer unangenehm sowas, aber Akkubau ist halt nichts, was so kann das nicht jeder so machen, wie so ein, ich sag mal, keine Ahnung, Lötplatine, also Platine löten so, weißt du? Und da dachte ich mir so, ich biete es lieber an, so in einer kleinen Serie. Das ist, glaube ich, irgendwie auch sicherer für die Anwender. So, Moment mal, ich bete das hier mitteilen. Gute. Aber mir geht es erstmal um Stromversorgung und da habe ich echt, also der hat sich mittlerweile echt gut mausert hier, das ist der Eremit. Und von ihm beziehe ich auch meine Zellen für meine Akkus und der hat da zum Beispiel hier gerade für den Außeneinsatz, für die Zombie-Apokalypse, hat er quasi hier alles da. Und von ihm habe ich mich auch echt inspirieren lassen, ist auch ein super netter. Und zum Beispiel hat er hier auch perfekt für Funker entsprechend auch so eine Hardcases gebaut. Da kann man 2 6-Ampere-Stück reinbauen. Ja. Und ich finde die Akkus auch von Preis-Leistung finde ich auch echt super in Ordnung. Also das für 40 Euro ist es echt auch völlig in Ordnung. Ja. Weil das Problem ist halt, die Zellen sind sehr teuer. Das muss man halt immer ein bisschen mitsehen. Und der bietet halt auch mit allen möglichen Steckern an. Da empfiehlt sich ja vor allem auch dieses Powerpole-System. Das kann ich mal noch so ans Herz legen. Hier dieses Powerpole-Zeug. Das setzt sich mittlerweile auch ein bisschen durch in dem Bereich. Und wenn das jeder so ein bisschen hat, dann ist es auch untereinander kompatibel. Das Schöne ist, er hat auch schöne Ladegeräte, die sehr interessant sind. Gerade für den Unterwegseinsatz im Auto. Da hat er hier zum Beispiel ein Kfz-Ladegerät, wo man das an die Zigarettenbuchse steckt und entsprechend damit sein Lithium-Eisenphosphat-Akku laden kann. Und mit diesen Ladegeräten lässt sich dann auch sogar der Akku laden, den ich da für die Funkgeräte gemacht habe. Also ist gerade zum Beispiel mit so einem hier zum Beispiel. Ja. Oder hier jetzt nochmal kurz gezeigt, wie er es macht. Und das Schöne ist, er hat auch gesagt, oder er schreibt ihm auch, dass es möglich ist, eine Solarzelle, eine 12-Volt-Solarzelle direkt anzuschließen. Ja, klar ist das BMS, was verbaut ist, ist kein Ladegerät. Das ist jetzt auch kein Ladegerät, aber es ist erstmal möglich, dass man da wieder ein bisschen Saft hat. Ja, also viel dazu. Und da muss ich mal kurz gucken, wie macht man das jetzt hier? So, ah ja, genau, das sind die Akkus. Und da wollte ich mal kurz noch. Genau. Ach so, ja, ich wollte eigentlich noch zum Antennen was sagen. Ich habe ja hier zurzeit noch eine Vector stehen gehabt, die Vector 4000, aber die hat sich natürlich ein bisschen verabschiedet durch den Sturm. Und deswegen bei mir auch. Also nicht die Vector, aber bei mir ist mein Langrad weg. Deswegen war ich heute wie ein Affe im Baum und habe irgendwie 100 Meter Kabel in die Luft gesetzt. Und das war richtig heftig. Na, deswegen habe ich jetzt auch, switche ich jetzt komplett um auf Drahtantennen. Ich hab mir nämlich so einen Mast gekauft hier. Zeige ich kurz. DX-Wire. Den habe ich mir gekauft. Und so ein 10-Meter-Mast, ein Minimast. Das Schöne ist, der ist gerade mal 60 cm in der Länge eingezogen hier, den hier. Hm. Und ausgezogen hat er eben entsprechend 10 Meter. Damit habe ich schon ganz erfolgreich in unserem Zeltenwochenende habe ich ganz erfolgreich schon meine TL2T dran gehangen, ganz einfach befestigt an dem Erdanker und es ging super. Und das mache ich jetzt auch zu Hause und werde dann mir so eine Drahtantenne quasi mir ranschnallen, einmal fürs Fingerprint. Da gibt es zum Beispiel jetzt neuerdings so eine J-Ball fürs 5/8, fürs 2-Meter-Band, also für Freenet. Und da kann ich wirklich mal an der Stelle einen Job empfehlen, der echt günstige Drahtantennen baut. Ich bin von seinen Produkten echt begeistert. Der wohnt nicht weit weg von mir und wir sprechen oft miteinander, wie wir halt Sachen wieder weiterentwickeln. Und er hat hier auch so eine richtig gute Amateurfunkantenne gebaut, die für Freenet geeignet ist, fürs Baufängen zum Beispiel. Und da kann er mal mit 0,5 Watt
auch schon Reichweiten von bis zu 10 Kilometern erreichen. Da kann man auch mit einer Telekom Duo, also einem legalen Freenet-Gerät, dann auch gute Reichweiten erzielen und so seine Orte verbinden und sich miteinander vernetzen. Das Schöne ist, hier entfällt jegliches Zubehör, weil hier kann man einfach die Kabellänge, die man noch dran haben möchte, dazu wählen und noch den entsprechenden Stecker, also entsprechende PNC-Stecker fürs Baufängen. Ich habe da so einen Adapter angemacht. Und finde ich halt auch vom Preis her einfach top. Also da gibt es auch nichts zu meckern. Ich habe das gerade mit 10 Meter. Lasse ich mir die jetzt bauen und da werde ich die mal testen. Ja. Und ja, ach so, na, was die Stromversorgung angeht, habe ich halt hier quasi mir noch mich da reingemogelt. wer sich jetzt bei dem Preis erschreckt, das Problem ist halt das Material. BMS, Akkuzellen, die ganze Elektronik sowie die Herstellung kostet halt echt einen Haufen Kohle, also da bleibt doch nicht viel über. Ja. Das mache ich alles auch hobbymäßig, also das ist ja nicht, mache ich nicht hauptberuflich oder so. Von daher, nochmal so stromversorgungstechnisch kann man sich da das mal angucken, wenn man das will. Ja. Aber drahtantennentechnisch finde ich, ist das eine gute Sache auch für Einsteiger, weil da brauchst du ja jetzt extra nicht noch sich um Kabel Gedanken machen. Was holst du dir von Kabel? Kannst du einfach Länge wählen, Stecker dazu buchen, Fofi, fertig. Hängst du an einen Baum oder holst du eben den coolen Fiberglasmast? Und das Schöne ist gerade für Einsteiger, die sich nicht trauen, das jetzt direkt ans Haus oder an die Mietwohnung ranzubauen, kannst du das schön ans Fenster machen, irgendwie mit einer Halterung, und kannst das Gebrauch wieder einziehen. Ne? Und dann ist das ganze Ding quasi verstaut und weg vom Fenster im Endeffekt. Ja. Also das ist so, was ich mir jetzt die Monate über mit mir so überlegt habe, dass ich meine ganze CB-Funk- und Freenet-Funk-Geschichte alles auf Drahtantennen mit einziehbaren GFK-Masten jetzt umsetzen werde. Ja, da ist man viel flexibler, kann man das auch mal schnell einziehen beim Sturm. Ja, und stromversorgungstechnisch kriegt man da eigentlich bei Eremit gute Lösungen. Solarzellen ist so eine Sache, da kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Ich habe mir halt bei eBay so eine Solarzelle geholt. Naja, die liegt natürlich hinter den Erwartungen zurück, das ist klar. Ach, ist das diese 35 Euro Solarzelle, die man da irgendwie kaufen kann? Genau, also es hat funktioniert, aber da kommt nicht viel rum. Also da muss ich noch mal kurz, da müssen wir vielleicht im nächsten Video noch mal irgendwie gucken, dass wir da... und zwar noch ein paar Informationen einholen, ja, solarzellentechnisch. Diese Akkus, was ist das nochmal für eine Technologie? Die kannte ich gar nicht. Wie heißt die? Lithium? Lithium-Eisenphosphat, das ist eigentlich eine Lithium-Technologie, die älter ist als die Lithium-Ionen-Technik. Ja, das ist so, dass die aufgrund der Chemie jetzt nicht so eine hohe Speicherdichte hat wie Lithium-Ionen. Wollte ich gerade fragen, wie ist die Energiedichte? Ja, genau, okay. Die ist zwar geringer, aber der Vorteil bei Lithium-Eisenphosphat ist, die haben 3,6 Volt, wenn die vollgeladen sind, Ladeendschlussspannung. Ja. Und dann, wenn die gebraucht werden, wenn die Stromstärke abverlangt wird, brechen die auf 3,2 Volt ein und bleiben bis ihrer Kapazitätsgrenze auf 3,2 Volt, 3 Volt. Okay. Und dann erst brechen die ab. Das ist echt der Vorteil an den Dingern. Die liefern konstant in bis zu 10 Ampere, zum Beispiel jetzt bei meinen Zellen bis zu 10 Ampere und bei den großen Eremitzellen bis zu 20, 30, 40 liefern die wirklich konstant auch die Spannung bis zum Kapazitätsende. Sind sehr, sehr hochstromfest. Nachteil ist, sind etwas kälteempfindlicher als Lithium-Ionen, aber der Vorteil ist wieder, die lassen sich leichter aufladen, denn mit 4 Zellen im Verbund erreicht man genau dieselbe Spannungslage wie eine Bleigel-Batterie. Und demzufolge kann man die auch zur Not an einem Bleigel-Akkuladegerät, wie zum Beispiel so ein 12, so ein 17 Euro Netto-Autoladegerät aufladen. Das ist das Coole an den Dingern. Da brauche ich dann aber eine Strombegrenzung, ne? Weil ich mir vorstellen kann, dass ich die nicht mit, ich sag mal, mit einem 4, 5 Ampere Autonetzteil laden kann. Dann muss ich mir irgendeine Strombegrenzung bauen. Weil ich die Technik eigentlich im Prinzip ziemlich interessant finde und ich mich immer mit dem Laden beschäftige. Und ich habe gesehen, das sind ja auch, ist eine Ladeelektronik dabei. Ich nehme an, das ist wie bei den Lithium-Ionen auch eine Temperaturüberwachung oder wie muss man sich das vorstellen? Weil Lithium-Ionen sind ja relativ empfindlich gegen Überladung. Ja, also Lithium-Ionen ist tatsächlich so, dass bekannterweise gibt es ja diese Horrorszenarien, dass die wirklich explodieren können. Mir ist auch selber beim Punktschweißen schon mal hochgegangen, war echt nicht angenehm. Ja. Aber Lithium-Eisenphosphat hingegen ist von der Chemie her so gemacht, dass die eben nicht explodieren. Ah, okay, das wollte ich wissen. Schon mal, Lithium-Eisenphosphat sind mir schon mal bis 100 Grad gekocht, die Dinger. Ja. Die sind natürlich dann
0 Grad runter gewesen, aber die konnte ich dann nach dem Abkühlmeter laden, da waren sie wieder gut. Zwar mit einem leicht erhöhten Widerstand, aber die ging wieder. Also Lithium-Eisenphosphat fackelt nicht, explodiert nicht. Nichtsdestoweniger haben die auch Spezifikationen, sprich, die haben auch eine maximal empfohlene Ladestärke. Also meine Zellen zum Beispiel um die 2 Ampere. Und auf jeden Fall sollte man ein Ladegerät CC, CV trotzdem nutzen mit Strombegrenzung. Okay, aber das wollte ich wissen, genau. Ansonsten wird die Ladeelektronik ja überlastet. Die haben ja so eine Elektronik drin und die wird ja wahrscheinlich dann überlastet, wenn ich da entsprechenden hohen Ladestrom drauf gebe. Und das ist wahrscheinlich nicht so gut. Ja, also eins von beiden schaltet ab. Entweder das BMS schaltet ab oder eben das Ladegerät durch, weil das versucht natürlich die Stromstärke nach oben zu halten. Okay. Also entsprechend, deswegen gibt es auch die Ladegeräte. Wie gesagt, wird angeboten, entweder Steckernetzteil oder eben dann dieses Autoladegerät, wo diese Elektronik mit verbaut ist. Das BMS schützt trotzdem im Endeffekt nur vor Überladung und vor Unterladung logischerweise. Und das aber bei einer Solarzelle ist es ja so, dass die maximal Ströme von 1, 2 Ampere liefern. Also da kann eigentlich nichts überlastet werden. Oder so ein Lidl, sag mal, so ein Lidl-Ladegerät fürs Auto, die haben 2 Ampere, na, die Dinger. Also da kann man auch den Wintermodus einstellen für ein 12 Volt Auto, Motorradbatterie und dann geht das auch klar. Ja. Mhm. Also die sind halt bildflexibler, sag ich mal, im Laden, weil die dieselbe fast dieselbe Entladeschlussspannung haben. Die Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Deswegen werden die im Campingbereich immer beliebter, die Dinger. Und jetzt neuerdings eben auch im Funkbereich. Also gerade wenn man sich mal bei Heinz, Just Me, bei YouTube das anguckt oder bei Funkwelle, der hat ja auch schon getestet, die Eremit-Akkus, ist das eigentlich die Zukunft quasi. Ja? Und das dachte ich mir, so greife ich mal auf, weil ich mache ja auch noch andere Projekte und so. Und bei Lithium-Eisenphosphat ist halt echt das Coole, die sind echt sicherer als Lithium-Ionen. Und eigentlich eine coole Sache. Und Eremit ist da echt der Einzige, der, wie ich finde, sehr gute Zellen anbietet hier in Deutschland. Ja. Aber. Gut, danke dir für die Info. Ja. Ansonsten Stromversorgung ist halt auf dem freien Feld, muss man nochmal gucken. Solarzelle technisch, da. Weiß ich nicht, ob du, Hanno, da ein bisschen mehr Erfahrung hast. Also ich habe zwar auch ein kleines Balkonkraftwerk auf meinem Terrassendach, aber ich mache das per Mikroinverter direkt ins Heimnetz. Und selbst diese zwei Paneele, ich habe zwei 330-Watt-Paneele, liegen auch hinter meinen Erwartungen weit zurück. Also die liefern nicht mal 100 Watt am Tag. Ich weiß nicht, was da schiefläuft. Ja. Obwohl jeder seinen eigenen Inverter hat. Naja, keine Ahnung. Ja, solarzelltechnisch bin ich noch nicht ganz so auf dem grünen Zweig, kann man sagen. Ja, es ist ja nun gerade auch die falsche Jahreszeit irgendwie um mit Solar, um die also wir haben das im Sommer aufgebaut mit anderen Funkern und wir hatten, also keiner von denen hat irgendwie sein Netzteil jemals einschalten müssen. Wir haben irgendwie den ganzen Tag gefunkt mit den Dingern und alles nur über Solar und keiner von denen hat mehr als zwei Solarzellen. Ich glaube, einer hat drei davon. Ein anderer hat von dem Funk an sein ganzes Dach voll gemacht und der braucht überhaupt keinen Strom mehr. Also er hat irgendwie so eine Stromrechnung von null. Und wir haben eben ein paar geschließte Solar-Akkus, diese AGM-Akkus nehmen wir. Das sind diese Bleigel-AGM-Akkus. Die sind etwas höher, müssen etwas anders geladen werden. Das muss man dann einstellen, weil die einen höheren Säuregehalt haben oder so. Und darauf muss man achten und dann sind die aber super. Die haben mehr Kapazität und für solche Sachen wie Solar und so ist das großartig. Und die sind natürlich super billig. Wenn ich mir jetzt angucke, ein kleines 6 Ampere-Stunden Mini-Akku-Ding, ja, das kostet so viel wie das Zehnfache. Also ich kriege das Zehnfache an Ampere-Stunden mit einem 12-Volt-Akku. Und davon habe ich drei Dinger rumstehen und damit bin ich versorgt. Das heißt, ich habe hier das 300-fache für 150 Euro. Und das ist also preis-leistungsmäßig umgeschlagen. Aber das Volumen ist halt entsprechend größer, ne? Ja, die kann ich nicht in der Hand. Genau. Ich habe ausgestreckten Arm halten. Und du kannst halt nur 60% oder so der Kapazität effektiv rausziehen aus den Blähbatterien. Und das sind halt irre schwer, die Dinger. Also von Heimansatz perfekt. Ich glaube, ich würde es aus Kostengründen auch nie anders machen, wenn ich wirklich vorhabe, das mal zu speichern, den Strom. Ich habe auch hier so eine alte AGM
BMW-Batterie von Kleinanzeigen, 80 Ampere habe ich hier. Von meinem Gartenhaus quasi, das reicht auch aus. Gerade bei Kleinanzeigen werden die ja verhökert, müssen ja immer ausgetauscht werden laut Autohaus und da, na, keine Ahnung. Aber für den mobilen Einsatz oder für den Einsatz in der Hand oder so, dann ist einfach diese Lithium-Eisenphosphat-Technik, auch wenn die erstmal teurer ist, aber die Dinger halten 10 Jahre. Die haben tausende Zyklen, können die Dinger ab. Und die Blei-Batterien, die haust du nach 5, 6 Jahren eh wieder raus. Kennst du auch beim Auto, ja? Also, oder viel geringer noch. Also, mein Kollege hat seine große PV-Anlage auch mit Solarbatterien am Laufen gehabt und hat die nach 3 Jahren waren die Dinger komplett ausgelutscht, obwohl das so eine Deep-Cycle-Batterien waren. Und er konnte nach 3 Jahren, konnte der diese Riesenschiffe palettenweise wieder austauschen. Wobei da Weißt ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Und zwar, es gibt diese Bleiakkus, also diese Bleibatterien für Autos, die haben eine etwas dünnere Plattendicke. Und dann gibt es die für die Solarbatterien, die haben eine dickere Plattendichte. Da sind die Platten Ja. einfach massiver und dann halten die auch länger. Im Prinzip, eine Autobatterie ist für diese Solaranlagen nicht geeignet, es sei denn, man kann immer sicherstellen, Ah. dass sie nicht besonders weit entladen werden, sonst zersetzen sich nämlich diese Platten und beim nächsten Aufladen fehlt dir Kapazität und zweitens, diese Substanz, die sich daraus löst, die sammelt sich unten und führt dann im Endeffekt irgendwann zu einem Kurzschluss der Zelle. Also Autobatterien hatte ich früher auch mal an der Solaranlage. Das ist keine so eine tolle Idee. Deshalb sind diese richtigen Solarakkus, also die Blei-Solarakkus, auch wesentlich teurer als die Autobatterien, wenn man mal in Amperestunden pro Euro rechnet oder umgekehrt. Ja, danke, gut zu wissen. Was mir noch einfällt, ich habe einen guten OM von mir, habe ich für seinen Funkrucksack, der hat sich einen schönen Funkrucksack gemacht, ne? Hat ein Holzgehäuse drin und da hat er seine ganzen Funkgeräte drin. Und da habe ich ihm einen schönen, da wollte er auch erst Bleibatterien reinmachen, so eine 12 Volt, so eine kleine, unten reinlegen. Die waren noch richtig irre schwer. Da habe ich ihn auch aus diesen 6 Ampere Zellen, die Eremit auch verbaut, 24 Ampere Akku eingebaut. Länglich, der richtig schön in die Tasche passt und damit das Ding hat auch noch nicht leer bekommen. Also nach keinem Einsatz ist das Ding leer bekommen und es kann da auch wunderbar mit 10 Ampere laden oder so das Ding. Und da hat sich ein Netzteil eingebaut, ähnlich wie hier, so ein Ding. Und mit das Netzteil hat er parallel zu dem Akku geschalten. Das heißt, zu Hause kann er Strom einstecken, da wird der Akku geladen und wenn er sich Strom raussteckt, da wird der Strom dann quasi wird das Funkgerät vom Akku gespeist. Und so ist er quasi immer wieder universell. QRV in jeder Lage quasi. Also mit diesem Lithium-Eisenphosphat kann man echt eine Menge anstellen, weil die Dinge einfach auch irre leicht sind. Na, also nochmal so quasi, das ist, glaube ich, trotzdem der Weg für Portable und für die Apokalypse, sage ich mal. Aber klar, für zu Hause, auf jeden Fall guter Tipp mit den Autobatterien, mache ich also nicht wieder. Ja, du kannst ja, ich sag mal, so lange benutzen, bis sie nicht mehr vernünftig funktionieren. Aber andererseits, wenn du sie billig bekommst, ist das überhaupt kein Thema. Dann hast du immer noch wirtschaftlichen Vorteil. Aber wenn man, ich sag mal, sich ein Gartenhaus hinstellt und dann da eine Solaranlage und eine Innenbeleuchtung und sowas, dann lohnt sich dieser teurere Weg natürlich schon eher. Aber im Prinzip, ja, ist die Frage, wie viel Geld muss ich dafür aufwenden? Ja, das ist immer eh mal, also Kosten Nutzen. Sag mal, unser Hobby ist ja eh, ne? Größter Aufwand für den geringsten Nutzen. Also was ich da schon für Kohle drin gesteckt habe, Lehrgeld irgendwo. Ne? Aber es soll ja kein abschrecken. Deswegen versuchen wir hier die bestmöglichen Lösungen zu finden. Also ich finde zum Beispiel eben jetzt nochmal kurz zurückzukommen auf die Antennen, ist es erstmal besser, für 50 Euro mit einer Drahtantenne anzufangen, als sich für 150 Euro eine Chain Master hinzustellen. Wo man dann erstmal noch ein schweineteures Kabel braucht, das auch nochmal 70 Euro kostet. Und dann haben wir, welcher Stecker nehme ich denn jetzt? Wie ist denn das jetzt genau? Wo stecke ich denn das drin? Was ich bei den Mobilanlagen auch nicht so cool finde, also bei den stationären Geräten, du brauchst dann noch ein Netzteil für zu Hause. Deswegen bin ich auch so ein Handfunkgeräte-Fan. Ja, das kannst du einfach immer nutzen. Wenn die Dinger genug Leistung haben, Eisenphosphat, dann ist doch gut. Da ist man für einige Stunden doch gut dabei. Länger dauert so ein Gespräch eh nicht. So eine Abendrunde. Ja, ihr Lieben, mit diesen Worten muss ich euch jetzt auch leider ja den Mund verschließen, so leid mir das tut. Und ich hoffe, wir werden noch mal wieder eine Aufnahme machen. Also ich fand das ganz klasse, was für ein geballtes Wissen hier wieder aufgetreten ist. Und ich denke, das wirft noch mehr Fragen auf, so dass wir noch mal eine Aufnahme machen können. Aber als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank für die Informationen und auch für die Tipps. Ja, und auch für die Werbung für dich
und deinem Bro, Markus. Ja, und ich hoffe mal, dass ihr Remit uns auch gute Preise macht. Ja, und bei der Gelegenheit. Die verdienen so viel, ich sage immer, da warten sie nicht auf uns, wa? Aber das trotzdem Preise fair. Also ich finde, ich habe es selber mal durchgerechnet, weil ich auch seine Zellen von ihm auch beziehe und ich habe selbst durchgerechnet, das sind echt faire Preise, ganz ehrlich. Ja, da bin ich von überzeugt, dass du das Beste für uns alle rausgesucht hast. Bei der Gelegenheit möchte ich aber auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass man uns auch gerne finanziell unterstützen kann. Und zwar, ja. Und wir uns auch über Spenden freuen würden oder euer Energieausgleich, wo wir schon so beim Strom sind. Also die Daten dazu findet ihr in der Infobox und ich blende die hier auch gleich noch ein. Und hoffe, es hat unseren Zuschauern gefallen und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Peter, bei dir, Hanno und bei dir, Markus. Vielen lieben Dank. Ja, war doch schön, mal wieder einzusteigen dieses Jahr. Kann man so sagen, ja. Auch von dir lange nichts gehört. Mit dem Packet-Radio-System, da ist er auch Bill eingeschlafen, wa? Oder wie ist das? Nee. Ich habe irgendwie andere Sachen. Ich habe hier andere Sachen gehabt. Ich habe einen massiven Sturmschaden gehabt. Wie gesagt, meine ganze Kurzwelle ist weggeflogen. Ach. Und das habe ich ja eben heute gerade alles affenmäßig repariert. Aber das heißt nicht heute. Ich habe 3 Tage drin gearbeitet, ne? Das war richtig aufwendig und einer meiner Funkkollegen ist dann noch über meinen, ich hatte einen Mast und der ist darauf gefallen und das ist ein Kohlefasermast gewesen. Jetzt habe ich Kohlefasersplitter, das ist auch ganz gut. Muss man überlegen, was man daraus basteln kann. Aber die das war dann so mitten im Aufbau und das heißt, dann haben wir improvisieren müssen. Das war, ja, aber die ist die beste Antenne, trotzdem die beste Antenne, die ich je hochgezogen habe. Ich höre momentan das Gras wachsen, das ist eine reine Freude. Aber ich bin praktisch ganz frisch vom reingekommen. Ich bin total fertig. Und eigentlich wollte ich ins Bad springen. Da irgendwie meinte Andi, ja, heute Abend, 19 Uhr. Nein, ich wusste das. Ich habe ja, mein Computer hat mich jetzt daran erinnert. Aber ich war eigentlich fertig für die Welt, als ich reinkam. Ich habe da oben wie ein Affe in 15 Meter Höhe im Baum gesessen und habe mich da fest und bin da hochgeklettert. Und ich bin nun irgendwie nicht der, ich bin keine 20, dass ich da irgendwie wie so ein junger Affe im Baum rumklettert, sondern ich bin eher ein alter Affe. Und da hoch zu klettern war nicht so einfach. Das ist auch kein einfacher Baum. Ne? So, und ich mache das ja nicht täglich. Also war schon Hanno, wir nehmen dich auch ungeduscht. Genau. Ihr könnt mich zum Glück nicht riechen, weil ich bin schweißüberströmt hier reingekommen, das kann ich sagen. Hallo, kurze Frage. Ist es eine Beverage, die du da hast, oder was ist das für eine Langdrahtantenne? Ich habe eine Carolina Wingdom gebaut. Ich habe ein bisschen, wie heißt das, kannibalisiert. Also ich habe eine alte Fritzl-Antenne gemacht. Genau. Mhm. Und da ist ja ein IC6-Balloon drin mit Muzzlewellensperre. Das Ding habe ich eben genommen. Habe die beiden 15 Meter, 30 Meter aus der Kabel, die habe ich links und rechts rausgezogen. Habe nach hinten sozusagen die Erde, die als Lufterde gemacht mit 20 Meter. Und nach vorne habe ich 60 Meter raus als Langdraht. Dafür habe ich ein Anpassgerät vorher. Und das Anpassgerät muss eigentlich gar nichts tun. Die spielt auf allen Bändern super durch diese ganzen Kabel und ich habe überhaupt keine Probleme. Also ich kriege alles rein und aus allen Richtungen. Das ist wirklich geil. Und wie speist du die mit Hühnerleiter oder? Nee, einfach Koax-Kabel direkt rein in diese Frisselbox. Da so ist sie eigentlich auch gedacht. Und und das ist sozusagen meine neue Erfindung. Und das sieht jetzt irgendwie abenteuerlich aus auf meinem Dach. Also ich war seit 3 Tagen, habe ich nichts anderes gemacht, als diese Antenne zu bauen. Ne? Das war richtig aufwendig. Und wenn man bedenkt, dass ich das alles aus Schrott gebaut habe, ist das umso spaßiger. Ich habe gesagt, was? Ich soll Geld ausgeben für eine Antenne? Das habe ich noch nie getan. Also Amateurfunk muss nicht teuer sein, aber dann ist es schweißtreibend, wenn man das macht. Ich kaufe sie lieber. Ich habe auch mal eine gebaut, aber da waren wir echt, das waren wir echt zu, also nicht zu blöd, aber ich weiß nicht, also für 20 Euro muss ich mir keine Antenne brauchen, wenn ich für 20 Euro quasi. Nee, die kriegst du nicht für 20 Euro, das kannst du vergessen. Also das, was ich mir gebaut habe, da hättest du jetzt fertig, keine Ahnung, 200 Euro bezahlt oder so.
Und ich habe das im Prinzip durch die Sturmschienen waren so viele kaputte Antennen und ich brauchte nur zugreifen und sagen, ja, diese Antenne ist aber schon 10 Jahre alt. Ich so, egal, gib mir. Sieht sowieso keiner. So, und ich muss ja nicht, das muss nicht schön sein, es muss funktionieren. Ist denn der Draht noch in Ordnung? Ja, der Draht ist noch in Ordnung. Ja, denkst du, ich bin 3-mal gerissen, dann habe ich da oben gesessen im Baum, ja, und habe oben im Baum in 15 Meter Höhe, habe ich ein Kabel geflickt, habe ich neu gespliced, das Ding, und dann gelötet. Und, oh Gott, du glaubst das nicht, in 15 Meter Höhe. Und dann habe ich irgendwie den Lötkolben, habe ich mit dem Seil hoch, vom Kumpel unten, der hat das angebunden, habe ich ihn hochgezogen. Gibt es da Videos? Was? Gibt es da ein Video von? Nee, ich habe nur das endgültige Ergebnis. Das habe ich als Video. Das habe ich gerade hochgeladen. So. Das muss ich hier noch reinstellen. Also wie das nachher am Schluss ausgesehen hat. Das war eine Katastrophe. Also es war ein Abend. Ja, das wollen wir jetzt alle sehen. Und mit diesen schönen Worten und mit diesem Lachen möchte ich gerne die Aufnahme beenden und mich nochmal ganz herzlich bedanken. Dankeschön. Jo, dann. Jo. Und tschüss. Jo, ciao. 73. Ciao, ciao. Genau, 73, 88, 75. Genau. Bis zum nächsten Mal.